Ich lese Stiftung Warentest Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und ich bin nach der Gürtelrose, da ist noch ein Zeichen drin. Dem Haarausfall angekommen bei Hühneraugen. Ich lese einen einführenden Text zum Thema Hühneraugen im Kapitel Haut, Haare. Hühneraugen. Hühneraugen sind kleine schmerzhafte Ansammlungen verhornter Hautzellen von 3 bis 15 mm Durchmesser. Sie bilden eine verdickte Hornhaut, vornehmlich an den Zehen, besonders häufig am kleinen Zeh. Schmerzen im Bereich der Druckstelle am Zeh sind erste Hinweise, dass sich ein Hühnerauge bildet. Ist es bereits vorhanden, schmerzt es vor allem, wenn enge Schuhe Druck auf den Zeh ausüben. Zu enge Schuhe, die vor allem seitlich und von oben auf die Zehen drücken, sind meist die Ursache dafür, dass ein Hühnerauge entstehen kann. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Hühneraugen können Sie gut mit Salicylsäure behandeln, sowie mit der Kombination aus Salicylsäure und Milchsäure. Einige Mittel gibt es in Form von Pflastern, andere in Form von Lösungen, die auf die betroffene Stelle aufgebracht werden. Aber nur bei konsequenter Behandlung und wenn die Ursache für Hühneraugen wie beispielsweise zu enges, drückendes Schuhwerk beseitigt werden, verschwinden die Hautansammlungen dauerhaft. Wann zum Arzt? Wenn Sie mehrere große Hühneraugen haben, sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen. Ebenso, wenn sich das Hühnerauge entzündet. Sind Sie sich nicht sicher, ob es sich bei dem Hautwulst um ein Hühnerauge oder eine Warze handelt, lassen Sie das besser von einem Facharzt prüfen. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Mit hochdosierten Präparaten der oben genannten Wirkstoffe können Ärzte die Hühneraugen Schicht für Schicht abtragen. Aber bei keinem der Wirkstoffe ist garantiert, dass die Hühneraugen dauerhaft verschwinden. Was kann ich selbst tun? Tragen Sie bequeme Schuhe, die den Füßen genügend Platz und Bewegungsspielraum lassen. Dann schmerzen die Hühneraugen nicht und es bilden sich auch keine neuen. Wenn Sie die Füße regelmäßig pflegen, entdecken Sie Hühneraugen oft schon so frühzeitig, dass es genügt, dem betroffenen Zeh in anderen Schuhen mehr Platz zu gönnen. Gelhaltige Pflaster wie für Blasen können bei Hühneraugen den schmerzenden Druck im Schuh abdämpfen. Die verhornte Haut lässt sich mitunter auch durch Fußpflegekräfte oder in Eigenregie abtragen. Weichen Sie Ihre Füße in warmem Wasser ein, schaben Sie dann mit einer Hornhautfeile, einem Bimsschwamm oder Stein bzw. mit einem speziellen Pflaster die überflüssige Haut vorsichtig ab, ohne die Haut zu verletzen. Nicht selten dauert es Tage bis Wochen, bis die Hautschichten ausreichend abgetragen sind. Versuchen Sie allerdings nicht, der Hornhaut mit Messern, Scheren oder ähnlichem Werkzeug zu Leibe zu rücken. So, es geht weiter mit die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe und es sind alles rezeptfreie Medikamente.